Hallo, hier ist das Supportnet unterwegs. Mein Name ist Jakob und wir sind ja heute bei einer Microsoft-Veranstaltung. Die haben uns eine ganze Menge aktueller Hardware zum Ausprobieren hingestellt. Und hier, das ist ein All-in-One-PC von HP, der halt einen Touch-Bildschirm hat. Ja, ich kann also hier die Sachen einfach anklicken und würde ja ganz gerne euch Google Earth zeigen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob die das im Angebot haben. Scheint nichts installiert zu sein. Gehen wir mal in den Explorer und gucken mal, ob Google zum Beispiel Spaß macht, die Google Maps. Mal Satellit. Und ich kann also jetzt hier anklicken. Und eigentlich so, wie man das ja gewohnt ist vom iPad oder vom iPhone, einfach mit den Händen dadurch navigieren, muss also keine Maus mehr benutzen, um mir hier einen Überblick über Berlin zu machen. Müsste eigentlich auch den Verkehr einblenden lassen können. Und da seht ihr jetzt an so einem Montagabend in Berlin, da ist dann auch nicht mehr so viel los. Wir sind hier übrigens in der Nähe des Alexanderplatz am Schlossplatz. Beispiel Paint. Kann ich denn auch jetzt mit der Hand malen? Ich möchte gerne mit Rot. Und das funktioniert ganz schön, ja? Also, dann hier weiter. Ein Kreise malen. Ja, das ist doch ganz nette Geschichte für Kinder und Erwachsene. Also der Bildschirm reagiert recht gut auf diese Touch-Eingaben. Ich bin auch ein bisschen überrascht, wie gut das noch unter Windows 7 schon unterstützt wird. Ist durchaus mal eine. Ja, der ist ganz gut. Das ist ein HP Touch Smart 520 PC. Ja? Ein Touch Smart 520 PC. Ein HP, bitteschön. Ja, also dieser PC hat sehr spontan Freunde getroffen. Wie gesagt, ich bin ganz überrascht, dass bei Windows 7 diese Touch-Technik durch die Programme hinweg unterstützt wird. Das funktioniert eigentlich so gut, wie man das vom iPad gewohnt ist. Also ganz spannend, es sind hier heute auch noch zwei andere solche All-in-One-PCs zu sehen. Das scheint sich was zu tun. Dieses Ausstellungsstück, da ist wohl was kaputt. Denn an sich gibt es hier noch den Clou, dass man das Gerät umkippen kann, quasi in die Vertikale und es dann halt wie so ein Tablet benutzen für ein Spiel oder wenn man zwischendurch einfach seine Musiksammlung aufräumen möchte. Ich finde das eine ganz reizvolle Alternative zu den herkömmlichen Desktop-PCs und da dürfen wir also in diesem Jahr noch einiges an neuen Geräten erwarten. Dankeschön, tschüss.